Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zu Das schwarze Auge Memoria. Mein Name ist Nudel und wir spielen den direkten Nachfolger von Das schwarze Auge Satinavs Ketten, was ich ja letztes Jahr angefangen hatte zu spielen. Und dieses Spiel hat mir so eine Gänsehaut bereitet und ich fand es so fantastisch. Ich musste es mir einfach heute Nacht holen. Also Memoria, nicht Satinavs Ketten. Ich musste mir Memoria heute Nacht holen und direkt spielen, weil ich so gespannt auf dieses Spiel bin und auf diese Spielereihe, so was jetzt im Nachfolger so kommt, welche Zusammenhänge das zum ersten Teil hat. Weil nicht nur Geron ist hier ein Charakter oder ein Hauptcharakter, sondern noch eine andere Person. Und bevor ich hier weiter noch irgendwas vorwegnehme, würde ich sagen, stürzen wir uns einfach in das neue Abenteuer. Hier habe ich ein paar Aufnahmeeinstellungen gemacht. Hoffe, das ist alles so in Ordnung. Und legen dann direkt mal los. Ja, neues Spiel. Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Ich habe das Seufzen von Geron schon fast vermisst. Wünsch dir eine Einführung in das Spiel. Ja, aber gerne. Klickt auf einen Punkt im Wald, um dorthin zu laufen. So, am besten mit Linksklick. Dann läuft Geron voran. Ein Point-and-Click-Adventure, bitte. Oh, weg ist es. Schade. Na, endlich. Heda, kleines Mädchen, Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Und ich bin stark und mutig. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so. Aber ja, ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Keshari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Na, dann wollen wir doch mal. Klickt auf die Hölzchenfestung, um sie aufzurichten. Mit der rechten Maustaste seht ihr sie euch genauer an. Dann wollen wir das doch gleich mal ausprobieren. Eine kleine Burg aus Stöckchen. Sie kippt immer wieder zur Seite um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Du wiederholst dich. Geht doch auch ohne Magie. Ja, sehr gut, Geron. Geron beherrscht einen Zauber, mit dem er zerbrechliche Gegenstände zerstören und wieder reparieren kann. Bewegt die Maus an den unteren Bildschirmrand, um euer Inventar zu öffnen. Klickt auf die magische Kugel am linken Rand, um anschließend auf die Holzfestung. Wollen wir das doch gleich mal tun? Dieses Symbol ist gemeint, reparieren und zerstören. Sieh zu und lerne. Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt, sondern einfach nur schlecht gebaut. Rede dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Die Holzfestung ist nicht das einzige interessante Objekt auf der Lichtung. Um sich alle anzeigen zu lassen, drücke die Leertaste, die Hotspots. Seht euch nun ein wenig um und erkundet eure Umgebung. Vielleicht findet ihr etwas, was euch hilft, die Aufgabe des Mädchens zu erfüllen. Kann man hier eigentlich... Ja, man kann hier rüber. Geht's hier eigentlich irgendwie lang? Nee, nur zum Zelt. Okay, dann wollen wir uns mal die Truhe anschauen. Was ist da drin? Mach sie auf und sieh nach. Klingt simpel. Eine Glasflasche. Das Glas ist ganz rein und klar. Die Flasche muss ein Vermögen wert sein. Nimm mit. Ihr tragt die Flasche nun bei euch. Wie eure Magie lassen sich auch Gegenstände mit anderen Dingen verwenden.
Bewegt erneut die Maus an den unteren Bildrand, um euer Inventar zu öffnen und benutzt einen eurer Gegenstände mit etwas anderem. Mit dem Mausrad lassen sich eure Gegenstände und Zauber auch ohne Inventar durchschalten. Yay! Das hat mir immer sehr gut gefallen mit dem Mausrad. Fand ich toll. So, Flasche. Ah, guck mal, wir haben hier auch Nuris Kette und das Messer. Mein getreues Messer. Ja. Wie hieß sein Meister nochmal? Gwinling? Ich meine Gwinling. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Noris alte Halskette. Ich trage sie, bis sie wieder tragen kann. Oh. Also man muss schon, soweit ich das jetzt hier heraus sehen kann, den ersten Teil gespielt haben, um diesen hier wohl zu verstehen. Denke ich. Also ich habe den ja jetzt nur 10 Minuten gespielt, aber man wird hier direkt reingeschmissen, so Nuri kann die Kette hoffentlich bald wieder tragen und keiner weiß, wer Nuri ist, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat. Aber da kommen wir noch zu, falls ihr den ersten Teil nicht gesehen oder gespielt habt. Aber erstmal könnten wir die Flasche zerdeppern. Sieht sie das eigentlich? Wäre cool. Ich dachte, du kannst Dinge reparieren. Kann ich. Genauso wie ich sie zerbrechen kann. Wer? Keine Sorge. Der Zauber funktioniert nur bei zerbrechlichen Gegenständen, nicht bei Menschen. Das klingt nicht sehr mächtig. Es kommt drauf an, was man daraus macht. Ja, aber ich hab doch gerade die Flasche hier. Hast du gesehen? Siehst du das hier? Ich hab die Flasche zerstört und wieder repariert. Reicht das als Beweis für meine Kräfte? Bravo. Aber es geht hier nicht um dich, sondern um meine Festung. Selbstsüchtiges Balk. Ja. Ich mag es übrigens sehr, mich mit Geron zu unterhalten. Manchmal streite ich mich auch mit ihm. Seid da schon mal vorgewarnt. So, also was machen wir damit? Da liegt noch ein Dolch. Neben dem Mädchen liegt ein Dolch. Sie legt viel Wert darauf, dass ich das nicht vergesse. Okay. Schon in Ordnung. Ich habe mein eigenes Messer. Wollen wir uns messern? Also, nee, das klingt seltsam. Naja. Eine kleine Burg aus Stöckchen. Sie kippt immer wieder zur Seite um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Ja, ist okay. Da sagt er nichts anderes. Könnte ich irgendwie vielleicht... Die Festung würde genau in die Flasche passen. Aber wie soll ich sie da jemals reinbekommen? Ach so. Ja, dann ist das doch klar. Zack, nimm die Scherben, leg sie mit drauf. Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, klickt auf das kleine Buchsymbol am rechten Ende eures Inventars. Von nun an seid ihr auf euch allein gestellt. Erkundet eure Umgebung, nehmt mit, was ihr in eure Finger bekommt und redet mit den Menschen in eurer Umgebung. Alles kann ein Hinweis auf die Lösung eines Problems sein. Und vergesst eure Zaubersprüche nicht. Werden wir nicht, hoffentlich. Aber hier möchte ich doch gern mal reinschauen. Aha. Oh, da blinkt ein Bild. Klickt auf die da gehen die Versprecher auch schon los. Outtakes, yay. Nein. Klickt auf die Bildfragmente in der oberen Hälfte, um die wichtigsten Informationen zu den gezeigten Personen, Ereignissen oder Orten zu erhalten. Je weiter ihr in der Geschichte fortschreitet, desto mehr Bildteile und Informationen werden euch zugänglich. In der unteren Bildhälfte seht ihr die Rätselhilfe. Hier werden euch eure aktuell wichtigsten Aufgaben angezeigt. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, klickt auf die entsprechende Aufgabe und erhaltet einen Hinweis. Das finde ich gut. So, und hier erfahren wir auch nun, was so ein kleines bisschen aus der Vorgeschichte, aus dem ersten Teil des Spiels. Vor 3 Monaten hat der Vogelfänger Geron das Königreich Andergast aus den Krallen eines bösen Sehers befreit. Um die Gefahr ein für alle Mal zu bannen, musste jedoch seine Gefährtin, die Fee Nuri, ihren Körper opfern. Seither ist sie gefangen in der Gestalt eines Raben und Geron setzt alles daran, dies rückgängig zu machen. Ja, und er liebt sie ganz doll. Das wissen wir auch. So, jetzt sind wir hier am Zelt. Eines Nachts tritt Geron mitten im Andergaster Wald vor ein hell erleuchtetes Zelt. Wer lagert dort und wird er Geron helfen können?
Schauen wir mal. Verzaubert die kleine Stöckchenfestung, dass sie nicht mehr umkippt. Weiterspielen. Alles klar, dann hätten wir das auch mal erledigt. So, das können wir jetzt mal reparieren. Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Blödes Balk. Ah, Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Hast du gut hergefunden? Ja, ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Ja, klar. In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Du verstehst. Permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Ja, schon. Und was mir gerade aufgefallen ist, der Kerl hatte so ein kleines Äffchen an der Schulter. Und grafisch gefiel mir das ja schon im ersten Teil sehr gut, dass das alles so gemalt ist. Und mir fiel gerade auf, dass die Atmung hier auch animiert ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das im ersten Teil auch so war, aber hier fällt mir das doch schon sehr auf. Und er trägt Nuris Kette. Ach, der Geron. Ach, was hab ich ihn vermisst. So, ob ich Rätsel mag... Ja, solange sie lösbar sind, das ist doch eine gute Antwort. Solange sie lösbar sind? Keine Sorge. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen, es drehen und wenden müssen und vielleicht auch kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren, als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Geron! Du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Jetzt fang schon an. Nein, wir sind mal lieb und nett. Ich bin bereit. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magiermoguls betritt. Thank you.
Memoria. Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Fekina verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musste die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. Ah, jetzt kann ich interagieren. Spielen wir jetzt also diese Satya. Gut, dann schauen wir uns doch mal um. Ein Wächter? Hoffentlich war das der letzte. Das ist aber ein mächtiges Ding. Hier haben wir Säulen. Sie beobachten mich. Okay. Wenn du das meinst. Ich fühle ein Pochen. Und sie sind warm, wie ein krankes Herz. Okay, mal sehen, was passiert, wenn ich den Wächter anfasse. Bleib unten. Okay, ich disse nur. Sie beobachten mich. Ja, hatten wir schon. Rachwan. Er ist ein flinker Kämpfer. Ich sehe keine einzige Wunde. Warum hat dich das Volk der Fekina verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Na, die gehen aber alle sehr nett miteinander um. Hier unten geht's zur Halle. Säulen. Was ist das? Es sieht aus wie Blut. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Also meines Wissens nach ist Blut eigentlich nicht giftig. Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkeln und Mustern. Hier sind Einkerbungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Okay. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch den Krieger, den Grabeingang, den Magier und sonst denke ich mal nichts. Also wollen wir doch mal zunächst mit dem Krieger reden oder ihn uns erstmal angucken. Er ist ein guter Kämpfer, aber er hat es nicht verdient, dass man es ihm sagt. Wie habt ihr mich vorhin genannt? Shabib. Das ist Tulamidia für kleiner Junge. Ohne mich wärt ihr schon längst tot. Bitte. Keine Streitereien. Sie hat angefangen. Ja, die Stimmung hier ist ziemlich angespannt. Ich kenne ihn erst seit gestern und ich verstehe bereits mehr von ihm als er von mir. Er weiß, worum es geht, aber er ist nicht der starke Anführer, der er vorgibt zu sein. Magier? Prinzessin? Ah, mit ihm können wir richtig reden und unser Symboli hat sich auch geändert. Okay, Geron hatte ja hier mehr so Steine als, was sind das? Spiegel? Oder so ähnlich? Was ist denn unsere Mission? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakar. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschtulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Ah ja,